Herr Bundesrat Berset, das Reformpaket zur Altersvorsorge wurde heute vom Stimmvolk verworfen. Sind Sie enttäuscht? Ja, klar, ein bisschen enttäuscht. Nach 6 Jahren Arbeiten mit dem Gesamtbundesrat, mit dem Parlament, haben wir wirklich einen Kompromiss, eine gute Lösung auf den Tisch gebracht. Ist jetzt abgelehnt, aber wir nehmen es einfach zur Kenntnis und wir akzeptieren es ja selbstverständlich. Sehen Sie das auch ein wenig als eine persönliche Niederlage? Ja, nicht wirklich. Oder wissen Sie, in einer Kollegialbehörde wie dem Bundesrat haben wir da alle einfach zusammengearbeitet, nachher mit dem Parlament. Es ist wirklich eine sehr große, sehr breite Arbeit. Ich glaube, ich habe auch sehr viele andere Vorlagen gemacht. Meine 13. heute Abstimmung als Bundesrat. Ich sehe da nichts Persönliches, aber klar, es hat mir ziemlich viel Zeit genommen in den letzten Jahren auch als Bundesrat. Etwas, was man heute Nachmittag schon von verschiedener Seite gehört hat, war, dass die Vorlage vielleicht zu komplex war und einen Nein-Reflex beim Volk ausgelöst hat. Ja, ich glaube, es ist in der Tat komplex und es ist auch zu verstehen so, weil die Altersvorsorge, die muss einfach Rechnung tragen von der ganzen Vielfalt der Situationen, die die Leute haben im Arbeitswelt, im Leben selber, oder? Und wenn man das wirklich gut Rechnung tragen will davon, es wird immer komplex sein. Das ist schon eine große Frage, das stimmt, aber wir müssen auch in der Lage sein, in einer direkten Demokratie diese Komplexität zu erklären. Sonst wäre wirklich ein Problem für die direkte Demokratie selber. Wie geht es jetzt nach diesem Nein an der Urne weiter mit diesem Thema? Denn eine Reform muss ja quasi sein, denn die Defizite wachsen. Ja, das ist übrigens unbestritten, schon interessant heute. Es bleibt unbestritten. Wir haben jetzt 6 Jahre lang gearbeitet für diese Vorlage. Die ist jetzt abgelehnt und wir müssen jetzt einfach ja, weiterarbeiten, um eine Lösung zu bringen. Deswegen habe ich entschieden, es ist nötig, wirklich alle Akteuren mal zu sehen, zu hören, wie sie das einschätzen. Ich meine, aus der Gegnerseite, Gegnerkreisen, es gibt völlig unterschiedliche Meinungen, über was es gilt zu tun, und das müssen wir jetzt klären. Wir haben es schon gesagt, die Vorlage war schon komplex, das Thema selbst ist komplex. Gewisse Beobachter befürchten jetzt, dass diese Komplexität zu einer völligen Blockade im Dossier führen könnte. Wie sehen Sie diese Gefahr? Ja, ich stelle einfach fest, dass es gab keine Reform seit 20 Jahren. Das heißt, es ist schon blockiert, oder? Es ist schon blockiert seit ziemlich lang. Es gab ein Scheitern in 2004, einen zweiten Scheitern in 2010, jetzt noch ein Scheitern in 2017. Die Situation wird langsam ungemütlich, das muss man auch sagen, und das sehen auch alle. Dass es braucht wirklich, oder fast alle, muss ich sagen, dass es braucht wirklich eine Lösung, aber diese Blockade geht einfach jetzt weiter.